Hallo und herzlich willkommen im Wald zum Adventskalender. Wir machen heute das Thema Wildfleisch. Ich habe Stand jetzt, ich hoffe bei irgendwelchen Teilen habe ich es dann, aber Stand jetzt noch nicht das Problem meiner flackernden Kamera gelöst. Ist ein Thema, wo ihr notfalls auch weghören könnt. Ich nehme es jetzt aber trotzdem als Video auf. Jetzt, Thema heute, Wildfleisch. Ich möchte ein bisschen eine Lanze dafür brechen, warum das ein tolles Nahrungsmittel ist. Das heißt jetzt nicht, dass das deswegen jeder kaufen soll. Das ist auch allein schon aus erstens Preis und zweitens Verfügbarkeitsgründen gar nicht möglich. Aber hin und wieder kann Wildfleisch durchaus ein ganz, ganz tolles Nahrungsmittel sein, und das möchte ich auch sehr empfehlen in dieser Art und Weise. Wichtig, hin und wieder. Ja, aber erstmal fangen wir an kurz mit der Definition. Damit es sich um richtiges, echtes Wildfleisch handelt, ist nämlich wichtig, dass das Tier, von dem stammt, auch wild gewesen ist, und wild bedeutet herrenlos. Das heißt, bevor das geschossen wurde und zum Nahrungsmittel wurde, in dem Moment, wo es tot ist, quasi ist es Nahrungsmittel, war es in niemandes Besitz. Herrenlos, völlig frei durch die Landschaft streunend, ziehend, wie auch immer man das nennen möchte, ja? Gehend, lebend. Ja? Und das macht es zu einem völlig sich selbst unterstellten, freilebenden Wildtier. Und nur wenn es das gewesen ist, dann ist das Produkt hinterher auch wirklich Wildfleisch. Das wird zum Beispiel in Österreich klar getrennt zwischen Gatterwild und Wildwild. Gatterwild ist dann alles, was du wie eine Kuh, ein Schwein, Ziege, Schaf, was auch immer, im Zaun gehalten hast, nur dass es die Tierart halt zum Beispiel Wildschwein ist oder Hirsch oder also Rotwild oder Rehwild. Rehwild wird ganz selten als Gatterwild gehalten, aber theoretisch wäre es denkbar. Und dann ist das Produkt letztendlich zwar immer noch das gleiche Tier, die gleiche Tierart biologisch gesehen, aber das Fleisch schmeckt tatsächlich anders, weil die weniger viel rumlaufen mussten, um im Gatter großgezogen zu werden, weil sie da weniger Stress hatten, weniger flüchten mussten, bis gar nicht flüchten mussten und die ganze Zeit gefüttert worden sind und nie aktiv nach ihrem Essen suchen mussten. Jedenfalls nicht viel. Ja, und das gibt ein anderes Fleisch. Da ist nämlich das Feinverteilungsverhalten des Fetts in der Muskulatur ein ganz anderes. Das richtige Wildfleisch hat das Fett verteilt über den gesamten Muskelapparat des Tieres weitestgehend. Und das gibt dadurch ein sehr saftiges Fleisch, weil das Fett quasi als cremige Komponente im Muskelfleisch integriert ist und nicht einfach eine Schwarte, die außen dran hängt, wie man das vom klassischen Hausschwein kennt. Ne? Schweinebauch und solche Sachen, was ganz gerne gegrillt wird, was man möglicherweise auch gerne isst und was ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen möchte. Das ist ja ein Riesenthema, was man da dann aufmacht. Das wissen wir alle. Ja, ob Fleischverzehr oder nicht Fleischverzehr, muss letztendlich sowieso jeder selber wissen. Und hier geht es mir nur darum, ein bisschen Aufklärung für die Leute, die Fleisch essen, zu liefern, ob sie denn ihren Fleischkonsum tendenziell ein bisschen mehr in Richtung Wildfleisch verlagern wollen oder zumindest hin und wieder mal gerne ein bisschen Wildfleisch haben wollen. Für solche Leute ist das Video jetzt gedacht. Wer sowieso kein Fleisch isst, der braucht da ja auch nicht unbedingt zuzuhören. Ja, und wenn doch, dann bitte wenigstens mit, ohne eine Riesendiskussion und Krieg vom Zaun zu brechen sozusagen. Ihr wisst sowieso alle, dass ich kein Vegetarier bin. Das bin ich auch jetzt nicht geworden und auch kein Veganer, davon abgesehen natürlich. Und ja, ne, ihr kennt also das Problem und werdet mich auch dieses Mal nicht bekehren können, falls ihr das versuchen solltet. So, wobei ich immer weniger Fleisch esse. Das muss ich gerade an der Stelle noch dazu sagen. Also hat wirklich gerade jetzt über dieses Jahr massiv abgenommen, mein persönlicher Fleischkonsum. So, aber jetzt nochmal. Also ein Gatterwild ist was anderes als ein Wildwild. Und ein Wildwild ist dadurch gekennzeichnet, dass es herrenlos ist, völlig frei, niemandem gehört und erst dann zum Nahrungsmittel wird, wenn es geschossen worden ist. So, kommen wir zu ein paar Vorteilen, weshalb Wildfleisch eine gute Sache ist. Zunächst mal aus ökologisch, moralischer Sicht, wenn man schon Fleisch isst, dann isst man mit Wildfleisch das bioigste Biofleisch. Ein bisschen schwierig formuliert, dass man überhaupt nur kriegen kann. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass keine Tierhaltung wirklich artgerecht ist und das Tier eigentlich gar nicht gehalten werden möchte, zumindest seine Vorfahren nicht, zum Beispiel jetzt unser Kulturschwein, das ist schon so lange kultiviert und in die menschliche Kultur assimiliert, insbesondere da, wo Schwein gegessen wird, dass man da beim besten Willen nicht mehr sagen kann, von welchem Tier das überhaupt abstammt, so hundertprozentig. Ja, es ist also wirklich eine züchterisch derart Verfremdung des Schweins, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig.
davon auszugehen, dass dieses Tier tatsächlich lieber ohne uns leben würde, wird von manchen Leuten tatsächlich bezweifelt. Ja. Aber es hat trotzdem nichts mit dem Leben der Originalwildtiere, die nicht über Jahrzehntausende von uns züchterisch beeinflusst wurden, zu tun, irgendwo eingepfercht zu sein und da auf kleinstem Raum im Grunde sein Leben mit Fressen und ein bisschen Anstupsen des Kollegen, der auf dem Quadratmeter neben einem steht, zu verbringen. Das ist schon eine andere Lebensqualität, als frei durch den Wald zu streunern, mit allen anderen Schweinen so weit zu kommunizieren, wie man Lust hat, ihnen aus dem Weg zu gehen, wenn man Lust hat, frei nach der eigenen Nahrung suchen zu müssen, auch die Nachteile des wilden Lebens erleiden zu müssen. Heißt, im Winter ist kalt, im Frühjahr ist möglicherweise nass, es stirbt einmal ein Jungtier weg, aber jedes Schwein darf sich reproduzieren und nicht nur einige wenige ausgewählte. Möglicherweise ist das Leben dann auch noch kürzer als Zuchtschwein, was kaum vorstellbar ist, aber das kann natürlich passieren. Aber ich möchte einfach darauf hinaus, wahrscheinlich haben einfach Wildtiere ein erheblich schöneres Leben als unsere Zuchtviecher in der Massentierhaltung im Regelfall. Selbst nicht in der Biomassentierhaltung dürfte das Leben so schön sein wie draußen frei im Wald, ohne dass wir uns nennenswert einmischen, bis dann halt irgendwann die Kugel angeflogen kommt. Notwendigerweise muss nun mal ein Tier vom Leben zum Tode befördert werden, wenn man es essen möchte. Und das findet dann ja durch die Jagd statt. Aber man möchte nochmal betonen, keine Tierhaltung ist artgerecht. Keine Tierhaltung. Ja? Letztendlich nie. Und das Wildtier lebte 100% natürlich, wenn auch nicht unbedingt immer in einer ganz natürlichen Umgebung, Kulturlandschaft. Deutschland ist nur Kulturlandschaft, wissen wir ja. Bei meistens 100% natürlichem Futter oder zumindest zu 98%. Wenn sich ein bisschen Mais vom Acker geholt hat, ist das streng genommen ja kein natürliches Futter, aber wird dem Tier auch nicht schaden und macht auch den Geschmack nicht zunichte und führt auch nicht zu Parasiten im letztendlichen Produkt oder Ähnlichem. Ja? Das Wildtier schmeckt, das habe ich ja schon erwähnt, dahingehend immer besser, dass eben die Muskeln auch verwendet worden sind. Es handelt sich um trainiertes Muskelfleisch, das bekommst du bei einem Zuchttier auch so gut wie nie. Da ist das halt ein Muskel, der sich nun mal ausgebildet hat, weil die DNA gesagt hat, bilde da einen Muskel, aber nicht, weil das Tier diesen Muskel nennenswert benutzt hat. Ja, und das ist bei Wildtieren ganz anders. Das ist also eine ganz andere Fleischstruktur, ganz andere Fleischfestigkeit. Die Saftigkeit ist anders. Und nochmal, wenn überhaupt Fett vorkommt bei den Wildtieren, die wir so essen, also sprich Reh, Hirsch, Wildschwein, dann ist es fein über die gesamte Muskulatur verteilt als intermuskuläres Fett, was einfach im Geschmack ein ganz anderes Erlebnis ist. Das heißt, man kann, wenn man schon Fleisch isst, auch mal wieder darin zurückkehren, dass Fleisch auch ein besonderes und ein besonders leckeres Nahrungsmittel ist, das man dann auch wirklich gebührend genießt. Ich bin ja durchaus der Meinung, dass wir weiterhin Fleisch essen dürfen. Das darf aber auch jeder gerne anders sehen, der das anders sehen möchte. Nur wichtig wäre tatsächlich vielleicht wirklich ein Umdenken bei Fleisch vom Massenprodukt, dass man jeden Tag 300 Gramm von mampft oder 500 oder 600 oder wie viel auch immer, langsam zu der Erkenntnis zu kommen, dass das schon was Besonderes sein sollte, ein besonders leckeres Nahrungsmittel. Inzwischen ist es ja auch teurer geworden, ein positiver Nebeneffekt der Inflation, ökologisch betrachtet ein positiver Effekt. Nicht unbedingt für den eigenen Geldbeutel natürlich. Aber es ist bei Wildfleisch, das ja nochmal einen Ticken teurer ist, muss ich niemandem erzählen, wirklich einfach eine andere Wertschätzung des Nahrungsmittels, finde ich, da. Und das ist dann auch immer so lecker, dass man dann auch, ja, dann ist es auch was Besonderes. Allein schon durch den Geschmack. Ja? Und ja, wer mal ein Mastschwein unter miesen Bedingungen, Schnitzel verglichen mit oder Schweinmedaillon mit einem Rehmedaillon verglichen hat oder gar Rücken oder gar Rehfilet. Hatte ich in meinem Leben noch nicht viele, aber die sind ja köstlich. Das ist ja ein Erlebnis, wo man Wochen danach noch von schwärmt, wie lecker das gewesen ist. Und ich finde, das ist ein Essverhalten, was dann letztendlich auch der Qualität und den Umständen, wie man zu diesem Nahrungsmittel gekommen ist, nämlich dass dafür ein Reh sein Leben lassen musste, angemessen ist. Ja?
ein Stück weit. Kann man sich natürlich auch nochmal streiten, werden viele von euch anders sehen, ich weiß, ist ja auch völlig in Ordnung, jeder darf ja seine eigene Meinung haben, aber wenn man sowieso Fleisch isst, dann ist definitiv Wildfleisch das ökologisch gesehen beste Fleisch, was man so essen kann. Ich glaube, darauf können wir uns hoffentlich einigen. Ja, 100% natürliches Futter, nichts Antibiotika, nichts, gar nichts. So, dass die Muskeln genutzt wurden, habe ich schon gesagt. Das Töten des Tieres, vom Leben zum Tode befördern, erfolgt auch viel schonender für das Tier, meiner Meinung nach. Ich glaube, für die allermeisten Tiere ist es doch erheblich angenehmer, irgendwo beim Grasen, beim Knabbern an der Tanne oder bei welcher Aktivität auch immer, plötzlich peng und von der Kugel getroffen und schon tot, bevor man überhaupt gemerkt hat, dass man tot ist, weil Jagdgeschosse ja sehr, sehr tödlich sein sollen, eben damit das Tier auch sofort tot ist und nicht lange leiden muss, ist, glaube ich, ein schönerer Tod, als über die Autobahn gefahren zu werden, eng zusammengefercht im Transporter, da noch eine Weile warten zu müssen, bis es dann endlich in den Schlachthof geht, mit den anderen Tieren, die nach und nach langsam Panik bekommen, vertäubt, heutzutage ja betäubt zu werden, dann ist das Leben quasi zu Ende, aber das ist trotzdem keine schöne Angelegenheit. Nach einem schon nicht schönen Leben folgt ein nicht besonders schöner Tod. Gut, nicht, dass der jemals schön wäre, aber ich glaube, da ist die Variante Jagd doch besser, so sie dann funktioniert. Dann kommt häufig das Argument, ja, aber viele Jäger schießen ja daneben oder treffen nicht richtig. Also erstens, so viele sind es nicht. Zweitens, ja. Aber das ist dann auch nur ein kleiner Prozentsatz von den insgesamt erlegten Tieren, die nicht gut getroffen wurden. Bei den meisten hat es funktioniert. Wenn wir uns im Vergleich dazu Massentierhaltung angucken, kann man sicher sein, dass jedes Tier einen beschissenen Tod hatte. Ja? Und bei Wildtieren vielleicht 3%. Ich kenne keine exakte Zahl, aber vielleicht 3%. Ja? Möglicherweise auch 10%, möglicherweise nur 1%. Das kommt sehr stark auf die Region bzw. auf den Schützen an. Es gibt Jäger, die haben in ihrem Leben 1000 Tiere erlegt und davon vielleicht zweimal die Notwendigkeit gehabt, dem noch hinterher rennen zu müssen, weil sie es nicht richtig getroffen haben. Und das ist dann eine gute Quote. Anstatt eben der Schlachthofmitarbeiter, der auch 1000 Tiere erlegt hat, davon 1000 unter nicht so schönen Bedingungen, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Nicht, dass ich den Schlachthofmitarbeiter jetzt irgendwie schlecht machen möchte, das muss auch jemand machen. Und wir sind zumindest Stand jetzt zum aktuellen Level unserer Zivilisation noch auf sowas angewiesen gewesen. Das mag sich in Zukunft ändern, aber bisher war es jedenfalls noch so, und oder zumindest bis vor 10 Jahren oder sowas. Und darum will ich da auch jetzt wirklich niemandem mal total auf die Nerven gehen mit solchen ethisch-moralischen Argumenten. So, dann wäre noch ganz wichtig zu sagen, auch ein großer Vorteil des Essens von Wildfleisch. Eine Wildbestandsregulierung ist nun mal notwendig, zumindest in Österreich, Deutschland und großen Teilen der Schweiz, weil die Alternative zum Nichtjagen nicht etwa daran besteht, dass es dann die Raubtiere erledigen. Dafür sind wir zu dicht besiedelt. Das wird nicht funktionieren, könnt ihr vergessen. Ja, das Stand jetzt nahezu unmöglich, und wenn doch, dann nur unter riesigen Problemen und riesigen Einschränkungen für das freie Ausbreiten der Bevölkerung sozusagen möglich, und das will dann auch irgendwo keiner. Das heißt, alternativ zur Jagd wäre, die Tiere vermehren sich so lange, bis sie irgendeine Seuche bekommen und dann an der Seuche soweit wieder zurückgesetzt werden sozusagen im Bestand, bis sie sich wieder vermehren, dann kommt wieder die nächste Seuche und sie sterben wieder alle weg. Und ja, ob das jetzt besser ist, als regelmäßig Tiere zu entnehmen, den Zuwachs zu entnehmen, die Population in keinster Weise zu gefährden und daraus dann eben ein wunderbares, nachhaltig zu erzeugendes Nahrungsmittel herzustellen, das null zusätzliches CO2, fast null zusätzliches CO2 erzeugt hat, außer das bisschen, was der Jäger halt mit dem Auto in den Wald gefahren ist und das Tier wieder rausgefahren hat. Das schon, ja. Aber nur sehr, sehr, könnte man mal einen E-Truck, E-Jagd-Auto oder sowas einführen, mit Ökostrom dann betreiben. Ne? Übertreiben wir es nicht. Egal, jedenfalls, das ist ein verglichen mit jedem Zuchtfleisch klimatechnisch hochgradig tolles Produkt. Ja? Zum Beispiel. Und eben auch in Sachen dessen, dass es ja sowieso weg muss, das Tier. Und im schlimmsten Fall stirbt es halt dann irgendwann, wie gesagt, an der Seuche. Wenn es nicht geschossen oder nie geschossen wurde, dann ist es auch tot. An der Seuche sterben ist nicht unbedingt ein schönerer Tod, als erschossen zu werden. Im Regelfall tatsächlich gar nicht. So, das sind also so ein paar Punkte, die ich da einfach anmerken wollte. Wer anderer Meinung ist, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Dabei aber ganz wichtig, bitte freundlich bleiben. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema, wie immer, wenn es um Fleisch oder eben Nicht-Fleischkonsum geht.
So, es gibt auch ein paar Nachteile, die grundsätzlich Wildfleischkonsum mit sich bringt, nämlich begrenzte Verfügbarkeit. Das bedeutet, man kann die Welt nicht einfach von Wildfleisch ernähren. Dafür sind wir zu viele, beziehungsweise die Wildtiere zu wenige, beziehungsweise der den Wildtieren noch zur Verfügung stehende Raum zu knapp. Ja, irgendwie so kann man sich das dann zusammen erklären. Außerdem wäre eine rein fleischbasierte Ernährung mit so großen Mengen an Fleisch zusammenhängend, dass es dann wirklich niemals für 8 Milliarden Menschen reichen würde. Das geht schlicht und ergreifend also nicht. Das würde zu einer völligen Überjagung des Wildes führen, so viel Überfischung der Meere, das kennen wir alle. Und dann ist das Wild irgendwann weg, beziehungsweise fast weg, dann kriegt man keins mehr, dann erholt sich es wieder, dann wird wieder welche geschossen. In der Zwischenzeit ist die Hälfte der Menschheit verhungert. Und ja, also das ist einfach müßig, da groß drüber nachzudenken. Wild wird immer nur begrenzt verfügbar sein. Und wir können also auch nicht unseren fleischkonsumbedingten CO2-Ausstoß komplett damit kompensieren, dass wir ab sofort alle nur noch Wildfleisch essen. Das würde bedeuten, dass wir jeder nur noch ganz wenig Fleisch essen, und das ist genauso wenig realistisch, wie dass wir auf einmal plötzlich alle beschließen, Veganer zu werden. Wird nämlich auch wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Daher, ja, begrenzte Verfügbarkeit schränkt einfach das Potenzial von Wildfleisch etwas ein. Dazu kommt der hohe Preis, der naturgemäß einfach so hoch sein muss, um den ganzen Arbeitsaufwand, der von eben Wild erstmal vom Leben zum Tode befördern. Das heißt, du musst es finden, du musst es erlegen, dann musst du es noch zu was verarbeiten, was dann in ansprechender Form in die Pfanne passt. Dann muss das noch zum Kunden, und die ganze Arbeitszeit, die dafür notwendig ist, muss natürlich irgendwo bezahlt werden, was Reh bzw. Wildschwein bzw. Hirsch immer zu einem teuren Produkt machen würden. Das wird auch immer teuer bleiben. Derzeit sind wir bei Reh sowas irgendwas um 35 Euro pro Kilo für zum Beispiel Keule. Das sind gute Preise. Das findet man so zum Beispiel im Internet, kann man sich tiefgekühlt. Tiefkühlung macht bei Reh überhaupt nichts, bei Wildfleisch. Das kann man durchaus auch tiefgekühlt kaufen. Das muss nicht frisch direkt vom Jäger um die Ecke sein. Natürlich geht das auch, ne? Keine Frage. Das ist nichts Schlechtes. Aber man darf das auch durchaus tiefgekühlt, notfalls auch per Internet bestellen. Dann kommen natürlich noch die CO2-Emissionen des Versands dazu. Wenn du es beim Jäger um die Ecke mit deinem dicken SUV abholst, ist es aber auch nicht unbedingt besser. Also muss man immer so sehen, wie das halt für einen individuell am besten sein könnte, ne? Aber ja, es ist ein recht teures Produkt. Vielleicht findet man mal ein bisschen günstigere Preise, aber noch günstiger als 35 Euro pro Kilo Rehkeule. Wäre dann auch, da müsste man sich auch fragen, warum ist das jetzt so billig? Ja, also da wäre ich dann stutzig. Es gibt selten Sonderangebote für Wildfleisch. Sehr, 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 sehr selten. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ja, und dann können natürlich bei einem Naturprodukt hin und wieder auch mal Qualitätsprobleme auftreten. Soll also schon vorgekommen sein, dass Fleisch, dem man es überhaupt nicht angesehen hat, das mit irgendwas belastet war, trotzdem in den Handel gelangt ist. Zum Beispiel belastet mit Blei, dazu kommen wir gleich. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade. Das heißt, wenn man Wildfleisch verzehrt, hat man immer ein minimales Risiko, was man bei allem anderen Fleisch natürlich auch hat, dass man sich da irgendwas holt, was man vielleicht nicht hätte haben wollen, auf gut Deutsch. Gut, kommen wir mal kurz zu den drei hauptsächlichen Wildbrätarten, nämlich das wäre zum einen das Reh. Das Reh, ich habe mir hier mal ein paar technische Daten zusammengeschrieben. Wichtig, diese technischen Daten sind irgendein Durchschnittswert von irgendwem ermittelt. Andere Leute, wenn sie einen Durchschnittswert ermitteln, kommen auf ein bisschen andere Zahlen. Also nagelt euch nicht auf den Zahlen fest. Das ist nur so als grober Übersichtsplan gedacht. Wie gesagt, misst wer anders, kriegt da wieder ein bisschen andere Zahlen. Es ist ein Naturprodukt. Das lässt sich nicht auf einen Standardwert runterbrechen. Jedenfalls nicht ohne einen riesen Aufwand, der meines Wissens nie betrieben worden ist, für eine richtig wissenschaftliche Untersuchung, wie viel Eiweißgehalt Rehfleisch denn jetzt nun mal hat. Außerdem kommt es darauf an, welcher Teil vom Reh und so weiter und so weiter. Gut, aber theoretisch hat Reh pro 100 Gramm 162 Kilokalorien. Das sind also sehr wenig. Das ist damit ein ziemlich mageres Nahrungsmittel und nichts, was einen nennenswert dick machen dürfte. Ja, das ist vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft nicht ganz verkehrt. Es hat 30,99 in meiner Tabelle zumindest Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das ist sehr viel, ja. Für Frischfleisch, also für gekocht, gegart, ja, ne, das sind, die Zahlen sind alle gegart, leicht angebraten, wohlgemerkt. Ja, also nicht durchgekocht bis zum geht nicht mehr, sondern leicht angebraten, so wie es tatsächlich üblicherweise auf dem Teller landet, als zum Beispiel Rehmedaillon. Dann 31% Eiweißanteil ist wirklich ziemlich sensationell. Das findet man sonst
selbst bei Fleischprodukten eher selten in diesem Level. Für Leute, die gerne Eiweiß essen oder gerade für Sporternährung, wenn man Muskeln aufbauen möchte und so weiter und so fort, wird von vielen Fitness-Gurus tatsächlich Wildfleisch empfohlen aufgrund des hohen Eiweißanteils. Und das Eiweiß ist außerdem noch eins, das sich sehr leicht wiederum in Muskelgewebe umbauen lässt, weil es ist ja schon muskuläres Eiweiß von trainierten starken Muskeln. Das wird bei uns eben nur ein bisschen zersetzt in der Verdauung und kann dann mehr oder weniger direkt eben auch bei uns zu Muskelgewebe wieder aufgebaut werden. Wir sind ja alles Säugetiere. Ne? Wir sie essen und die gegessen wurden, sind auch eben welche gewesen. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. 4,14 Gramm Fett, das ist sehr wenig. Das Fett, was drin ist, ist meistens ein ganz überwiegend eins dieser guten Fette. Wir wissen ja heutzutage alles, ne? Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, blablub und so weiter und so fort. Das ist zum großen Anteil da gegeben. Wenn nicht, wäre es auch schon egal, weil es so ein geringer Fettanteil ist, dass das niemandem was tun würde, wenn das eben die bösen gesättigten Fettsäuren oder die ganz, ganz bösen Fettsäuren wären. Also selbst wenn, kann man das weitestgehend, denke ich, ignorieren, dass es dann so wäre. Der Großteil des Fleisches macht Wasser aus, 63,66%. Und dann haben wir noch einen recht hohen Cholesterinanteil. Wer also mit Cholesterin Probleme hat, sollte also grundsätzlich sowieso nicht so viel Fleisch essen, aber auch nicht so viel Rehfleisch bzw. Wildfleisch essen. Da ist das Problem mit dem Cholesterin eben auch gegeben. Ein paar Mineralien sind noch drin und ein ganz paar Vitamine. Nicht, dass man davon jetzt unglaublich gesund leben könnte, jedenfalls nicht vom Vitamingehalt und auch nicht von den paar Mineralien, aber ist da. Ne? So, zum Vergleich, also Reh geschmacklich, meiner Meinung nach, das ist jetzt Meinung, ja, jeder kann ja einen anderen Geschmack haben als ich, fein aromatisch mit leichtem Wildaroma, sehr zart und saftig, insbesondere die jüngeren Stücke, also ein noch nicht ganz ausgewachsenes Reh, schon gar nicht ein alter Rehbock, der schmeckt dann irgendwann nicht mehr, da kann man eigentlich nur noch Wurst draus machen, sowas wird aber auch sehr selten geschossen. Ja, primär werden sowieso die jungen Rehe geschossen und die sind dann halt eben so lecker, wie gerade beschrieben. Ich persönlich gewürze das Ganze nur so wenig wie möglich. Also ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ich persönlich mag noch gerne etwas Rosmarin drauf und damit angebraten, möglicherweise noch ein Sößchen dazu machen. Aber dann ist auch gut. Ja, viel mehr muss man mit dem Fleisch nicht anfangen. Das hat ja schon einen außergewöhnlichen, feinen und doch sehr aromatischen Eigengeschmack. Während zum Beispiel Hühnchen bekanntermaßen nach nichts schmeckt, beziehungsweise alles nach Hühnchen, weil Hühnchen halt eben nach nichts schmeckt, hat das Reh einen ganz charakteristischen Eigengeschmack und ausgesprochen lecker. Rehe sind aus der Reihe der Tiere, die wir gleich besprechen, übrigens die einzigen, die auch noch ausgewachsen sehr lecker sind. Sie sind natürlich nicht mehr ganz so lecker wie die Jungen, aber die kann man auch wirklich noch in einem höheren Alter ganz gut essen. Mindestens mal als Rehsalami, Rehschinken oder sowas in die Richtung. Vielleicht nicht mehr unbedingt als Medaillon, aber ja, das geht. So. Damit kommen wir dann zum Hirsch. Der Hirsch hat 152 Kalorien pro 100 Gramm. Das sind ein bisschen weniger als beim Reh, aber nur ganz geringfügig. Das macht also die Sau nicht fett. Hat auch einen geringfügig geringeren Eiweißanteil mit nur ca. 29%. Macht auch die Sau, also den Hirsch nicht fett. Und der Fettanteil liegt so irgendwas bei 3,93 Gramm pro 100 Gramm Fleisch. Wasseranteil entsprechend auch ein bisschen höher als beim Reh. Dadurch kommen die geringeren Anteile beim anderen Zeug zusammen. Dafür ist auch der Cholesterinanteil ein bisschen geringer und der Mineralstoffgehalt etwas höher, weil so ein Rotwild im Laufe seines Lebens mehr Mineralien auch einfach benötigt, was sich dann in einem etwas höheren Mineralienbestand im Fleisch äußert. Hirschfleisch ist ein bisschen dunkler als Rehfleisch, das optisch also sehr, sehr ansprechend, sehr dunkle Fleischfarbe, dunkelrot, ist je nach Alter sehr zart, ja bis Schuhsohle. Also wenn du den Platzhirsch tatsächlich essen möchtest, der so 8-9 Jahre alt ist, dann brauchst du gute Zähne. Und muss das wollen, weil der dann auch sehr intensiv nach Wild schmeckt. Aber da kann man immer noch Wurst draus machen. Kleinere Mengen von dem Fleisch zum Beispiel mit Eis zu Liona verarbeiten. Wild-Liona, die ist dann noch, immer noch viel intensiver im Geschmack als normale Schweinefleisch, Zuchtschwein, Hausschwein, Schweinefleisch, Liona. Aber ja, wirklich ein intensives Steak, das würde schon so stark nach Wild schmecken. Das muss man wollen. Das muss man wirklich wollen. Darum sind die alten Tiere häufig nicht mehr so wirklich gut vermarktbar sozusagen. Ja, bei vergleichbar alten
alten Tieren ist das Hirschfleisch aber etwas milder als das Rehfleisch. Eine Nuance, ob das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, wie gesagt, wer das anders sehen möchte. Und ja, ungefähr bis 3 Jahre alte Tiere sind ein super Speisefleisch, überhaupt kein Problem. Über 3-jährige, naja, Wurst, habe ich ja schon gesagt. So, und damit kommen wir dann auch gleich, damit wir hier irgendwann auch mal fertig sind, zum Wildschwein. Beim Wildschwein muss man sagen, das hat einen intensiven Wildschweingeschmack, insbesondere die etwas älteren Tiere. Eigentlich ist nur ein Frischling, der gerade so geschossen wurde, in dem Moment, wo er geschossen werden darf, nämlich dann, wenn keine Streifen mehr im Fell sind. Die Streifen darfst du noch nicht schießen, sind die Streifen weg, dann feuerfrei sozusagen. Und die sind das Leckerste, was du kriegen kannst an Wildschweinefleisch. Ja? Die also wirklich noch jungen Tiere, die noch nicht ganz geschlechtsreif sind, super. Schmeckt großartig, das muss man dann auch nicht in Rotwein, Buttermilch oder sonstigen Blödsinn einlegen, sondern einfach direkt brutzeln, lecker. Fertig. Ja, also großartiges Fleisch bei den jungen Tieren. Ist natürlich jetzt irgendwo böse, dass man ausgerechnet immer die Jungen wegschießt, aber das hat auch wildökologisch durchaus gute Gründe, beziehungsweise jagdmanagementtechnisch gute Gründe, eher die Jungen wegzuschießen, weil die Alten sind schon erfahren, die bringen den Bestand nicht mehr durcheinander, die Leitbare wegzuschießen, also die alten Tiere immer von oben nach unten wegzuknallen sozusagen, wäre katastrophal, weil immer die erfahrenen Tiere dann fehlen würden und völliges Chaos in der Wildschweinpopulation ausbricht, geht man zumindest in manchen Kreisen davon aus, dass das dann ein Problem wäre, weshalb es viel besser ist, vom unteren Ende die Tiere, den Nachwuchs abzuschöpfen sozusagen, ja, den Zuwachs abzuschöpfen, um es mal böse zu formulieren. Ja, wir reden hier vom Töten von Tieren, aber ja, ne, damit muss man eben klarkommen, wenn man dieses Video guckt. Man bekommt den intensiven Geschmack bei älteren Schweinen mit dem Einlegen in zum Beispiel Rotwein noch so ein bisschen aus dem Fleisch raus. Das geht dann also noch mal ein bisschen besser. Das muss man meiner Meinung nach aber trotzdem mögen. Älteres Schwein ist nicht für jeden. Ja, das ist schon speziell eben durch diesen intensiven Schweine- und Wildgeschmack in Kombination. Gab es mal Theorien, die ich dazu gelesen habe, könnte das damit in Verbindung stehen, dass Wildschweine ja vom Verdauungssystem her sehr ähnlich funktionieren wie wir und die meisten Krankheiten, die sich so ein Wildschwein holen kann, auch bei uns funktionieren. Daher Leute mit einem ausgeprägten, gesunden Sensorik-Geschmackssinn Wildschwein als nicht besonders schmackhaft empfinden, weil unser Körper eben merkt, die Theorie gibt es, wie gesagt, das stimmt, keine Ahnung, dass wir da was essen, was potenziell für uns Krankheitsüberträger sein könnte. Und das ist auch so, Wildschwein muss gut untersucht werden, bevor es in den Handel gelangen darf, weil sonst könnte man davon tatsächlich krank werden. So, und damit sind wir übrigens auch schon beim nächsten Thema, nämlich für ein vernünftiges Produkt Wildbrett muss die Hygiene aufrechterhalten werden. Das heißt, es sollte ab dem Schuss, ab dem Moment, wo das als Nahrungsmittel im Wald rumliegt sozusagen, auf eine wirklich einwandfreie Fleischhygiene geachtet werden. Zum Beispiel dürfen keine Tiere in den Verkehr gelangen, die irgendwie krank waren, bei denen man das dann hinterher feststellen kann, dass das Tier irgendwie Schleim am Rüssel hat zum Beispiel, innere Organe nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten oder sonst irgendwas darauf hinweist, dass das Tier nicht ganz gesund gewesen ist, dann darf es nicht in den Verzehr gelangen. Individuell darf es der Schütze schon noch aufmampfen, wenn ihm das nichts ausmacht, aber verkauft werden zumindest darf es nicht. Und wir kriegen das also als normale Einkäufer von Wildfleisch dann so auch nicht auf den Teller. Wichtig ist auch, dass nichts zu lange unaufgebrochen rumliegen darf. Heißt, wenn du was geschossen hast, musst du ziemlich zeitnah hin die Bauchdecke aufschneiden und die inneren Organe entfernen, weil die sehr schnell verwesen, allein schon durch die ganzen Bakterien, die im Darm beispielsweise schon vorhanden sind. Und sobald das passiert ist, die Fleischqualität des gesamten Kadavers sozusagen dann im Eimer ist und man davon nichts mehr wirklich genießen kann. Drum, das muss schnell gehen, das muss ordnungsgemäß gemacht sein und ganz wichtig ist zum Beispiel auch, dass man beim Schuss auf keinen Fall einen Darm treffen darf oder gar eine Gallenblase oder ähnliches, weil dann ist das Fleisch hinterher auch verdorben und für den menschlichen Verzehr nicht mehr zu gebrauchen. Darauf wird aber sehr viel Wert gelegt und gerade insbesondere bei Wildschweinen, die werden nochmal zusätzlich auf Trichine untersucht. Das sind Parasiten, die wir uns dann holen könnten, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Und dann muss man auch sicher sein, dass die nicht im Fleisch drinstecken. Deswegen wird halt eben vorher diese Untersuchung durchgeführt. Die ist zwar auch nicht 100% zuverlässig, aber zu 99,9. Ne?
Gut, Bleibelastung. Bleibelastung ist noch ein Thema da, wo noch mit bleihaltiger Munition gejagt wird. Warum muss man mit bleihaltiger Munition jagen? Na, die fliegt halt gut. Da gibt es halt viele, viele Jahre Erfahrung, viele Jahrhunderte Erfahrung in bleihaltiger Munition. Durch das Gewicht hat die eine ordentliche Masse und macht dann auch groß Wumms beim Aufprall sozusagen. Bleifreie Geschosse sind schwieriger in der Handhabung, haben eine andere Ballistik. Manche Jäger sagen, die Ballistik wäre Schrott. Sie ist auf jeden Fall weniger leicht zu handhaben und bleifreie Munition ist auch schlicht teurer als bleihaltige Munition. So wird jetzt mit bleihaltiger Munition geschossen und zum Beispiel in Knochen getroffen, was häufig vorkommt im Tier. Dann kann da ein kleines bisschen Blei absplittern, mikroskopisch kleine Stückchen. Das muss man dann hinterher gar nicht unbedingt sehen. Das landet im Fleisch und dummerweise landet es vielleicht in der genau dem Schnitzel, was du dann später auf dem Teller hast, und dann könnte genau dieses Schnitzel eine zu hohe Bleikonzentration haben. Die liegt nämlich der Grenzwert, wie viel Blei ein Fleisch enthalten darf, bei 0,1 Milligramm pro Kilo. Und das ist normalerweise bei Zuchtfleisch nie ein Problem. Da kommt das so gut wie nie vor. Daher kommt auch dieser Grenzwert. Für Wild gibt es witzigerweise gar keinen Grenzwert. Wenn man aber einen Grenzwert hätte, beziehungsweise da auch die 0,1 Milligramm pro Kilo zugrunde setzt, dann wurde in der einen Untersuchung, die ich gefunden habe, die dazu mal aus durchgeführt wurde, in doch einigen Fleischproben einer nicht näher benannten Grundgesundheit eine zu hohe Bleikonzentration festgestellt. Soll heißen, beim Kauf von Wildfleisch besteht ein statistisch gesehen zwar sehr geringes, aber doch leider existierendes Risiko, dass man etwas erwischt, was dann eben tatsächlich ein wenig Blei enthält. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie viel Wildfleisch du im Laufe deines Lebens so konsumierst. Bist du ein regelmäßiger Wildfleischesser, weil du zum Beispiel selber Jäger bist, dann könnte es tatsächlich passieren, dass wenn du 90 Jahre alt bist, du irgendwann ein Bleiproblem hast. Falls du selbst mit bleihaltiger Munition geschossen hast, ne? Dann wäre der Jäger auch der Einzige, der daran was ändern könnte, dass da Blei im Fleisch landet. Aber gut, davon abgesehen, das wäre ein Thema für Leute, die, sage ich jetzt mal, im Jahr 3 bis 4 Portionen Wildfleisch, Portionen ist 150 Gramm, essen. Da kann man davon ausgehen, dass es dann nie zu nennenswerten Bleiproblemen kommt, bei Stand heute. Manche Bundesländer haben den Einsatz bleihaltiger Munition bereits oder sind zum Beispiel so gut wie dabei, den Einsatz von bleihaltiger Munition komplett zu verbieten. Das wird einfach eine Frage der Zeit sein, bis sich das dann irgendwann auch mit der bleihaltigen Munition erledigt hat. Die bleifreie wird auch besser und besser und ersetzt die Notwendigkeit, bleihaltige Munition zu verwenden, immer mehr. Ja, die Schweiz ist mal wieder anders. Während bei uns man eben vorsichtig ist mit der Bleidebatte, empfiehlt die Schweiz lediglich ist also sehr, sehr moderat, und Schwangere mögen pro Woche bitte nur 2-mal Wild essen, weil da könnte ja möglicherweise Blei drin sein. Ja, 2-mal pro Woche, das ist dann ungefähr das 52-fache der Menge, die Deutschland für Schwangere empfiehlt. Also der Maximalmenge. Ist ganz interessant, aber ja. Gut, wer da recht hat, letztendlich schwer zu sagen. Es ist auch einfach immer wieder individuelle Entscheidung bzw. individuelles Risiko. Ja, genau. Gut, dann das Thema Parasiten. Das kann bei einem Bio-Wildprodukt mitten aus der Natur tatsächlich passieren, dass da irgendwelche Parasiten im Fleisch waren, die man trotz der hohen Hygiene und der großen Kontrolle dieses Nahrungsmittels nicht bemerkt hat. Ja, und die landen dann letztendlich auch im Schnitzel. So, normalerweise ist das für einen gesunden Magen-Darm-Trakt des Essenden dann in seltensten Fällen ein Problem. Wenn du aber auch hier wieder sehr viel Wildfleisch konsumierst, dann steigt natürlich auch das Risiko, dass du mal einen Parasit erwischt, der ein bisschen widerstandsfähiger ist als die anderen. Und dann könnte es eben auch auf diesem Wege geschehen, dass man sich dann halt doch eine Infektion mit irgendeinem bösen Zeug holt. Das kriegt man im Regelfall wieder ganz gut weg. Ausnahme Trichine, aber deren Anwesenheit lässt sich ganz gut nachweisen, beziehungsweise die können allenfalls im Wildschwein vorkommen, in Reh und Hirsch einfach nicht. Ja, Trichine treten immer nur in Fleischfressern auf. Wildschwein ist alles Fresser, damit auch Fleisch, ergo kann es auch Trichine haben. Weshalb man übrigens in Survival-Szenarien, auch wenn es möglich ist, nicht Raubtiere verzehren sollte, weil die fast immer Trichine enthalten und die hat man dann sein Leben lang, wenn es dumm läuft. Auch wenn man dann das Survival-Szenario überlebt hat. Ja. So viel zu den Parasiten. Und dann auch als letzter Punkt die gute Radioaktivität. Da wir durch den Fallout nach Tschernobyl, ja,
in Teilen Deutschlands viel radioaktiven Niederschlag hatten und damit der Boden insbesondere Cäsium verseucht, bis heute noch ist, die Pilze das Cäsium dann aus dem Boden ziehen und dann das Wildschwein kommt und die Pilze ausbuddelt und sie auffrisst, ist das Schwein am Ende der Endverbraucher, in dem sich jede Menge Radioaktivität haltiges Material vereinigt und eben die Strahlung dann auch nicht nochmal woanders hin abgegeben wird, sondern sich im Schwein vereinigt. So kommt es also in Teilen von Bayern zum Beispiel vor, dass jedes dritte bis hin zu jedes zweite Schwein nicht in den Verzehr gelangen darf, manchmal sogar zwei Drittel, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Schweine im jeweiligen Jahr ernährt haben, weil es eben zu stark strahlenbelastet ist. Und ich habe mir jetzt keine genauen Zahlen rausgeschrieben, aber Wildschweine können schon um das Zehnfache des Grenzwertes, den es da so gibt für Strahlenbelastung bei Fleisch, hinaus verstrahlt sein. In solchen Gebieten sollte man dann auch keine Pilze sammeln, es sei denn, man sagt, ich bin eh schon alt, denn mir macht die Strahlung nichts mehr, bis ich sowieso eines natürlichen Todes sterbe. Das gleiche gilt auch für verstrahltes Wildschweinfleisch. Wenn du schon 90 bist, kannst du das gerne essen, bis du so viel davon gegessen hast, dass es dazu führt, dass du nicht mehr 110 wirst, bist du entweder schon 110 oder nicht 110 geworden. Je nachdem, dann wird es aber nicht am Wildschweinfleisch gelegen haben. Also das ist einfach vor allen Dingen ein Thema bei jungen Leuten und damit kommen wir jetzt noch mal zu der Risikogruppe, die ich noch mal kurz erwähnt haben wollte. Wer nicht unbedingt beliebig große Mengen Wildfleisch verzehren sollte, sind eben Leute, die chronisch krank sind, Immunsystemschwächen haben und ähnliches. Jetzt nicht nur unbedingt nur wegen der Strahlenbelastung, auch wegen den Parasiten. Schwangere plus kleine Kinder. Denen sollte man nicht allzu viel Wildfleisch vorsetzen. Und generell, wer da jetzt ein mulmiges Gefühl hat, der isst sein Reh nicht blutig, sondern well done. Punkt. Ja? Bezüglich des Parasitenrisikos spielt das eine ganz, ganz große Rolle, ob man eben halt das Fleisch nur so ein bisschen warm, aber noch ziemlich blutig verzehrt oder eben wirklich gut durchgebraten, sämtliche Teile des Fleisches mindestens einmal kurz über 70 Grad erhitzt gewesen und dann ist da auch alles tot, was da drin gewesen ist. Daher treten tatsächlich Lebensmittelvergiftungen in Anführungszeichen durch Wildverzehr oder Parasitenbefall durch Wildverzehr in letzter Zeit häufig auf, weil die Leute immer mehr dazu neigen, Wild immer rosaner sozusagen bis hin zu blutiger zuzubereiten. Und das ist im Rahmen der Lebensmittelhygiene halt gar nicht mal so eine gute Idee, auch wenn das möglicherweise gut schmecken wollen würde. Ich persönlich mag genau aus diesen Gründen und weil ich das nun mal weiß, mein Reh bzw. mein Hirsch am liebsten Medium dann. Also schon ziemlich, für manche Leute völlig ungenießbar, ne? Aber dafür ist das dann eben auch aus hygienischer Sicht und aus Infektionsrisiko, weil ich vielleicht wahrscheinlich auch deutlich mehr Wildfleisch esse als zumindest Otto Normalverbraucher, ist das dann deutlich vertretbarer aus meiner Sicht. Ja. Wir arbeiten tatsächlich dran, unseren Fleischkonsum zu mindestens zur Hälfte auf Wild umzustellen, beziehungsweise auf andere vertretbare Formen der Fleischgewinnung. Es gibt ja auch Schweinemastbetriebe, wo die Schweine im Wald rumspringen dürfen und sowas in der Richtung. Das ist ja auch schon sehr, sehr nah dran am Wild und definitiv unterstützenswert. Und dann kostet Fleisch halt ein bisschen mehr. Ja, aber es schmeckt besser. Ich finde wirklich, man merkt sofort einen geschmacklichen Unterschied. Und es ist dann statt immer der gleiche Einheitsbrei, Chicken McNugget oder sowas, ist es dann wirklich jedes Mal was Besonderes, wenn es eine vernünftige Fleischmahlzeit gibt. Und dann muss das auch nicht ein 400 Gramm Jumbo, T-Bones, was auch immer Steak sein, sondern dann reichen 150 Gramm hervorragendstes Fleisch. Und dann hast du hinterher ein wunderbares Essen gehabt und kannst 2 Stunden auf dem Sofa sitzen und dich freuen, wie lecker das doch jetzt gerade gewesen ist. Zumindest mir geht es dann so. Und hier kommt jetzt gerade der Harvester, so wie das klingt. Das könnte er sein. Deswegen sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.